FM, Frankfurt Electronic Radio. Timeline. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Frankfurter Szene-Location Forster Club von ca. 15 bis 20 Männern angegriffen. Laut Augenzeugen waren die Täter ca. 25 bis 35 Jahre alt, mit Messern und Stangen bewaffnet und versuchten unter Rufen Allah, wir stechen euch alle ab, den Club zu stürmen. Jetzt bei uns im 98.0 PFM-Studio einer der Betreiber des Froschclubs, Dirk Schöbe. Hallo Dirk. Hallo Matthias. Ja Dirk, Samstagnacht, es war so circa 2.50 Uhr, kurz vor 3 Uhr. Was ist da genau passiert bei euch im Froschclub? Also wir hatten eine ganz normale Disco-Veranstaltung, wie wir jeden am Samstag haben. Eine 90er-Party, ne? Genau, eine 90er-Party. Wir haben alle schön und ausgelassen zusammen gefeiert. Das waren viele nette Menschen da. Im Frosch haben wir eigentlich generell ein ziemlich buntes Publikum. Wir haben ganz normale Pärchen bei uns, wir haben Eheleute bei uns, wir haben jüngeres, jugendliches Publikum aus verschiedensten Szenen und wir haben natürlich auch ausländische Mitbürger bei uns, aus verschiedensten Nationen, Nationalitäten bis hin zu studentischem Publikum. Und ihr habt fröhlich alle Mann zusammen gefeiert und dann ist aber irgendwas passiert. Naja, dass irgendwas passiert ist, haben wir dann nur mitbekommen, dass uns Gäste angesprochen haben, dass wir zwei Gäste in unserem Laden haben, die angefangen haben, ganz normale feiernde Gäste zu provozieren und zu bedrängen. Dann habt ihr aber relativ schnell die Situation im Griff bekommen, alle Beteiligten vor die Tür geholt und da wurde euch zugesichert, nee, alles okay. Das war mein allererster Eindruck gewesen. Auf alle Fälle haben wir draußen diese beiden ausländischen Bürger angesprochen, ob es Probleme gibt, ob sie Stress machen, ob es stimmt, dass, was uns Gäste erzählt haben, dass Gäste bedroht wurden, dass ihnen eine Flasche auf den Kopf geschlagen wird. Erst dachte ich, dass sie nur, um sich abzureagieren, draußen stehen. Dann kam aber raus, dass sie die Gäste aufgefordert hatten, mit rauszukommen, um ihnen draußen Schläge zu verpassen. Und dann kam später das dicke Ende. Ihr dachtet eigentlich, es hat sich alles beruhigt, seid reingegangen, beziehungsweise ging es ganz normal weiter. Naja, auf alle Fälle bin ich diesen beiden Leuten nicht von der Seite gewichen, weil ich das Gefühl hatte, das kann jetzt schon ganz schön eskalieren. Es eskalierte dann auch total. Es gelang mir zwischenzeitlich immer wieder, die beiden zu beruhigen und dann haben sie auch plötzlich gelächelt oder haben gesagt, ja, wir haben Alkohol getrunken und ja, aber ich konnte keine 2 Meter weggehen, dann flippten die wieder total aus und es war nur ein ganz kurzer Moment, bis dann das erste Mal Allahu Akbar gerufen wurde und wir töten euch alle und da merkte ich, hier läuft was gehörig aus dem Ruder und dann ging es auch direkt los, dass wir alle bedroht wurden von den beiden, dass wir alle getötet werden, dass sie jetzt wiederkommen und mit Messern und uns alle. Ja, und um es gleich nochmal vorwegzunehmen, ihr habt dann ja schnell alle reingeholt und zu eurem Publikum, das muss man auch gleich sagen, um Vorurteile gleich abzubauen. Ihr habt sowohl nette feiernde Syrer bei euch, ihr habt Afghanen, ihr habt sogar Schwarze bei euch, die alle friedlich auch zusammen gefeiert haben. Selbst die musstet ihr dann beschützen, weil ihr dann gesehen habt, dass ein Mob von 15 bis 20 Leuten mit Messern und Knüppeln auf euren Club zugekommen sind. Also auf alle Fälle haben alle und auch mehrere Gäste versucht, diese ganze Situation immer und immer wieder zu beruhigen. Also es ging bis dahin, dass Leute die beiden umarmt haben, um ihnen zu sagen, hey, jetzt kühlt euch mal ein bisschen ab. Das ist hier alles nur eine ganz normale Party und das bauscht sich jetzt hier völlig grundlos zu etwas ganz Fürchterlichem auf. Die beiden sind aber immer und immer aggressiver geworden und es fielen immer eindeutigere Drohungen und mir wurde dann irgendwann klar, wir verlieren jetzt hier die Kontrolle über die Situation. Wir brauchen dringend Verstärkung und Hilfe durch die Polizei. Während ich also versucht habe, die Polizei zu erreichen, was mir aber nicht möglich war, weil ich... Ihr seid in der Telefonschleife gelandet. Ja, und zwar immer und immer und immer wieder. Es gab keine Möglichkeit für uns, Hilfe zu organisieren. Über einen Zeitraum von 15 Minuten oder was sagtest du? Ich kann jetzt die Zeit nicht ganz genau einschätzen, aber ich kann natürlich auf meinem Handy nachweisen, wie viele Anrufe ich zu welcher Zeit versucht habe zu unternehmen. In diesem Versuch, Hilfe herbeizuholen, kam es dann dazu, dass, ich würde sagen, 12 bis 15 Personen plötzlich das Gelände des Frosches gestürmt haben. Es waren eindeutig Leute mit Migrationshintergrund. Ihr seid auf den Gerstenberger Höfen. Wir sind in der Ziegelstraße 36, davor ist ein großer Parkplatz. Ja, es ist ein ehemaliges Fabrikgelände, es ist auch ein bisschen verwinkelt an den Seiten. Daraufhin habt ihr noch Gäste versucht reinzuziehen in den Club, um sie zu schützen. Na, erstmal mussten wir natürlich realisieren, was passiert hier überhaupt gerade. Wir wurden quasi angegriffen und es war auch sofort zu erkennen, dass die Leute bewaffnet waren, sowohl mit Messern als auch mit Stangen und mit Steinen. Also ich habe daneben gestanden, als Leute von Steinen getroffen wurden. Dann haben wir natürlich schnellstmöglich alles unternommen, um die Leute in den Frosch zu treiben, also unsere
unsere Gäste zu schützen. Mhm. Jeden Einzelnen, wir haben geschubst alles, nur dass die Leute so schnell wie möglich realisieren, es ist eine ganz ernste Gefahrensituation und nur im Frosch können wir die Leute beschützen. Wir haben dann die Türen hinter uns verschlossen und das ist tatsächlich die Situation gewesen, dass uns bewusst war, dass draußen noch Leute sind, denen wir nicht helfen können und die in absoluter, akuter Gefahr waren und auch tatsächlich angegriffen wurden. Die sind dann teilweise geflüchtet oder teilweise haben sie sich unter Autos versteckt. Ja, jede Möglichkeit, um sich zu schützen, wurde genommen. Es waren wie Kriegsszenen. Leute sind um ihr Leben gerannt, haben sich unter Autos gerollt. Die, die sich hingeschmissen haben, haben eben Schläge kassiert und die, die sich nicht gewehrt haben, von denen haben sie dann irgendwann halt abgelassen. Ne? Aber jeder, der bereit gewesen wäre, sich zu wehren, war in akuter Lebensgefahr. Wie lange hat es denn dann letztendlich gedauert, bis die Polizei gekommen ist? Wann kam Hilfe? Denn die Front, die wurde total zerschlagen. Eure Fenster wurden ja mit Messern und mit Knüppeln eingeschlagen. Die Bilder, die sieht man ja bei Facebook, sieht wirklich beängstigend aus. Ja, die Situation war höchstgradig beängstigend. Wir haben uns im Frosch verbarrikadiert. Im Vorraum und im Garderobenraum haben sich viele, viele Leute aufgehalten. Manche waren voller Panik, manche haben einfach geschrien, manche sind in den Frosch gerannt und wussten nicht, ob jetzt gleich Leute durch die Türen reinkommen und sie bedrohen werden. Wir haben in vorderster Front gestanden und die Tür gesichert, während die Scheiben von vorne eingeschlagen wurden und wir Messerstichen ausweichen mussten. Ist ja auch immer schwierig in so einer Situation, in einer Paniksituation, dann so die Zeit richtig einzukategorisieren. Aber du hast, glaube ich, auch nochmal, wie gesagt, schon auf dein Handy geguckt, um das nochmal nachzuvollziehen im Nachhinein. Also das heißt, ihr habt 12 Minuten gewartet, bis ihr überhaupt durch die Telefonschleife gekommen seid. Ich glaube, das ist auch so, wir haben bei der Brandenburger Polizei mal nachgefragt. Es ist so, dass alle Notrufe bei der 110 in Frankfurt erst in Potsdam landen und von Potsdam aus dann verteilt werden auf die einzelnen Regionen. Das hat euch aber überhaupt nichts genutzt in der Situation. De facto hat es eine halbe Stunde gedauert, bis die ersten Polizeibeamten bei euch gestanden sind. Ohne, dass das jetzt ein Bashing auf die Polizei ist. Wir werden auch nochmal recherchieren und auch nochmal mit dem Innenministerium nachhaken, wie es da aussieht mit Reaktionszeiten. Aber letztendlich ist das alles eine technische Frage. Ihr wart im Grunde genommen eine halbe Stunde auf euch allein gestellt. Also ich kann versichern, dass es ein beängstigendes Gefühl ist, in solch einer Ausnahmesituation zu sein und keinerlei Hilfe erreichen zu können. Also für unser Gefühl ging es deutlich um Leben und Tod in diesen Situationen. Zum einen waren diese Angreifer höchstgradig aggressiv und in dem Moment, wo zum Messer gegriffen ist, geht es ja um tatsächlich Leben und Tod. Und wir kamen uns nicht nur verlassen vor, wir kamen uns total hilflos vor. Während die Leute voller Panik waren, haben immer und immer wieder Leute, also auch Gäste, versucht, die Polizei zu erreichen, sowohl drinnen als auch draußen. Aber das mit den 30 Minuten wird schon in etwa hinkommen, von den ersten Anrufen, von dem Beginn dieser Auseinandersetzung bis zum Eintreffen der Polizei. Ich möchte aber auch wirklich mal betonen, ich habe ja im Vorfeld erkannt, dass die Situation eskaliert. Ich habe also sofort die Polizei angerufen und dieser gesamte Vorfall hätte verhindert werden können. Wir hatten noch 3 bis 4 Minuten Zeit von den ersten Anrufen, bis es tatsächlich zu diesem Angriff kam. Ich denke, die Präsenz von einem einzigen Polizeiwagen auf dem Hof hätte ausgereicht, um diese ganze Situation nicht dermaßen eskalieren zu lassen. Dirk, wir haben vor wenigen Minuten mit dem Oberbürgermeister René Wilke im Rathaus sprechen können. Er hat sich bereits am Sonntag über den Fall informiert. Gegenüber 98.0 Pure FM, sagte er. Also ich wurde direkt am Sonntagmorgen informiert über das, was da passiert ist, auch von den Eigentümern. Bin auch dankbar dafür, dass ich mich da auch direkt einschalten konnte und habe dann Kontakt aufgenommen mit der Polizei und die Ermittlungen laufen. Es ist zur Beruhigung schon mal zu sagen, dass die vermutlichen Haupttäter, dass die bereits inhaftiert sind und gerade sich in Vernehmung befinden. Weitere Ermittlungen laufen. Es ist ja auch so, dass es Aufzeichnungen von Videoüberwachungskameras gibt, sodass auch für die weiteren Ermittlungen es eine gute Grundlage gibt und wir zuversichtlich sein können, dass diejenigen, die da so das getan haben, einer Strafe zugeführt werden. Und Stadt und Polizei haben hier sehr, sehr schnell und sehr eng abgestimmt gehandelt, um das sofort der Lage Herr zu werden. Ich sehe kein generelles Problem, weil man sich vor Augen halten muss, es handelt sich hier scheinbar um eine Problemgruppe. Eine Anzahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 10, 15 Personen, die auch schon an anderer Stelle so auffällig geworden sind. Ich sage mal das Stichwort McDonald's, Lené Park. Und wir wissen um diese Person, auch die Polizei weiß darum, hat da einen Blick drauf. Und es ist genau diese Problemgruppe, bei der jetzt dringend gehandelt werden muss. Und zwar mit aller Konsequenz und allen Mitteln und aller Härte, die uns zur Verfügung stehen. Und das passiert auch, das kann ich versichern, auch in Abstimmung mit der Polizei. Ich warne aber davor, jetzt andere mit Haftung zu nehmen. Weil wir haben hier in Frankfurt-Oder über 1.000 Personen mit Migrationshintergrund und mit dem allergrößten Teil funktioniert es sehr gut. Wir haben so viele gute Beispiele, wie es in Wohnhäusern zu tollen Gemeinschaften gekommen ist, wo es Arbeitsmarktintegration gibt. Auch an Schulen und anderen Stellen haben wir sehr, sehr viele Beispiele, wo es gut funktioniert. Aber es gibt eben auch diese 10 bis 15 Personen,
Personen, die hier in dieser Art und Weise auffällig geworden sind und gewaltbereit sind. Und da werden wir mit aller Härte und uns zur Verfügung stehenden Mitteln, wie gesagt, einschreiten, damit das unterbunden wird. Ja, Dirk, wir haben eben schon den Oberbürgermeister gehört, René Weke. Also es wird schnell agiert. Auch der Staatsschutz, der kontaktiert euch heute noch, wurde euch mitgeteilt. Das heißt, da werdet ihr noch sehen, was da passiert. Man kann nur sagen, als Signal, ihr lasst euch so schnell nicht unterkriegen. Am Freitag ist der Froschclub wieder geöffnet. Zwischendurch müssen wahrscheinlich noch die Fenster und die Türen repariert werden. Ja, sicherlich wird bis Freitag jetzt noch einiges an Arbeit und Geldeinsatz auf uns zukommen, was für uns sehr ärgerlich ist natürlich. Aber erstmal sind wir grundsätzlich froh, dass es weder Schwerstverletzte noch Tote gegeben hat, denn wir haben in dieser Nacht alles beides für möglich erhalten. Wir werden am Freitag wieder ganz normal eröffnen. Wir werden wieder eine ganz vernünftige Party haben. Sicherlich werden wir unser Sicherheitskonzept neu überdenken und noch gewissenhafter an der Tür selektieren. Wir sind aber trotzdem in der Lage, zwischen ganz normalen Menschen zu unterscheiden und möglichen potenziellen Angreifern, wie sie uns am Samstag begegnet sind. Verständlich. Und man kann ja sicher sein, dass jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder den nächsten Wochenenden bei euch auch Polizeipräsenz vielleicht dann doch vor Ort ist oder auch hier vermehrt auf den Straßen ist in Frankfurt, dass eben solche Randalierer nicht hier die Oberhand gewinnen. Und wie gesagt, wir haben ja eben schon gehört, erste Täter wurden ja schon festgenommen. Hoffen wir, dass der Rest auch noch gefangen wird. Genau, das ist das Wichtige, dass die Angreifer schnell dingfest gemacht werden und hart, sehr hart womöglich bestraft werden, dass es solche Vorfälle nicht wieder geben kann. Das ganz normale Publikum in Frankfurt ist in der Regel stets freundlich und es gab auch noch kaum Zwischenfälle dieser Art. Man muss aber dazu sagen, die Truppe, die uns am Samstag angegriffen hat, scheint hier in Frankfurt-Oder schon in mehrere Vorfälle dieser Art verwickelt gewesen zu sein. Und wie es sich für uns jetzt darstellt, scheinen unter diesen Angreifern, die sich bei uns am Samstag so benommen haben, auch welche aus dieser Truppe dabei gewesen zu sein. Wir sprechen hier wahrscheinlich also um einen Kern von 35 bis 40 Leuten, die schnell und hart aus dem Verkehr gezogen werden müssen, dass sowas nicht wieder vorkommen kann. Bleibt mir nur der Appell, vielleicht gibt es ja sogar Hörer bei uns, die handwerklich begabt sind oder vielleicht auch Handwerker, die euch helfen können bei den ganzen Fenstern und den Türrahmen. Vielleicht gibt es da ja ein paar Freiwillige, die helfen wollen, die dem Froschclub ein bisschen unterstützen wollen, dass wir das Ganze bis Freitag wieder ganz bekommen. Dann ruft uns doch bitte an unter 0335 233 85 98 0 0335 233 85 98 0 oder schreibt uns einfach eine Mail an studio@pure-fm.de oder kontaktiert den Froschclub einfach über Facebook selbst. Vielleicht können wir euch da unter die Arme greifen, Dirk, dass ihr den Frosch dann wirklich am Freitag wieder eröffnen könnt, ohne kaputte Scheiben und alles. Ist ein schwacher Trost, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Toi, toi, toi. Schlimm, was ihr da jetzt am Wochenende erlebt habt, aber das bleibt hoffentlich ein Einzelfall und wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass ich hier für den Froschclub und die Situation sprechen konnte. Wissen, was Sache ist. 98,9.